Kurz nach 16 Uhr wurde die Feuerwehr Dietenheim mit dem Hilfeleistungszug zu einem Verkehrsunfall zwischen Dietenheim und Illertissen am Autobahnzubringer alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellten wir fest, 5 Personen waren verletzt und wurden zum Teil rettungsdienstlich, zum Teil von der Feuerwehr versorgt. Derzeit laufen noch die Versorgung der verletzten Personen. Eine Person muss mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehr ist mit Absperrmaßnahmen und Aufräumarbeiten beschäftigt.